Als die ersten europäischen Siedler nach Nordamerika kamen, erlebten sie 1634 ein spektakuläres Phänomen. Über Nacht war der Boden ihrer Plantagen von winzigen Löchern übersät, aus denen kleine Larven schlüpften. Innerhalb weniger Tage entwickelten sich diese zu circa 3 cm großen, laut zirpenden Insekten, die das ganze Land überzogen. Kurze Zeit später legten diese ihre Eier und starben. Und die ganze Plage war so schnell vorüber, wie sie gekommen war. Erstaunlicherweise treten solche Zikadenplagen in Nordamerika bis heute mit bestechender Regelmäßigkeit alle 17 Jahre auf. In anderen Regionen alle 13 Jahre. Die Strategie dahinter ist faszinierend. Das plötzliche, massenhafte Auftreten der Insekten führt zu einer Übersättigung ihrer Räuber, zum Beispiel Vögel oder Wespen, sodass immer genügend Zikaden überleben. 13 und 17 sind interessanterweise Primzahlen, also Zahlen, die keine Teiler außer sich selbst haben. Solche Zyklenlängen sind für die Zikaden besonders günstig, da sie dann nur selten mit Räubern synchron auftreten, die in anderen Intervallen schlüpfen. Erst mit aufwendigen Computersimulationen konnte man dieses Räuberbeuteverhalten genauer erforschen und interessante Verknüpfungen zwischen den Fachgebieten Biologie und Zahlentheorie entdecken. Dass sich so kleine Insekten komplexe Gedanken über Mathematik machen, ist undenkbar. Aber wie kann man dann ihr präzises, geschicktes Verhalten erklären? Ich finde es sehr naheliegend, dass in diesem genialen Detail Gottes Schöpfungsgrad zu erkennen ist. Er ist nicht nur der Konstrukteur dieser lautstarken Meisterwerke, sondern auch der beste Mathematiker und in der Lage, seinen Geschöpfen mathematisch sinnvolle Überlebensstrategien einzuprägen. Was man an diesem kleinen Beispiel sehen kann: Gottes Schöpfung ist wunderbar und einzigartig. Ich finde, es ist unser Auftrag, diese Schöpfung zu bewahren. Vielleicht müssen wir in Zukunft nicht so häufig in Urlaub fliegen oder zu jeder Verabredung das Auto nehmen, sondern nehmen auch mal das Fahrrad oder gehen für 2 Kilometer zu Fuß. Wir alle können mit unserem Verhalten ein bisschen dazu beitragen, diese wunderbare Schöpfung, wo es nur das mit den Zikaden nur ein ganz kleines Beispiel ist, zu bewahren und uns immer wieder zum Staunen bringen lassen, wie wunderbar Gott sie geschöpft hat. Wann haben Sie zuletzt über ein Detail in der Natur gestaunt? Wer mit offenen Augen die Natur studiert, kommt aus dem Staunen über den Schöpfer nicht mehr heraus. Gehen Sie mit offenen Augen durch den Tag und seien Sie behütet. Musik